Diese Woche bei Mythenjäger. Die unendlichen Weiten der Schienen in Los Santos und Blaine County. Jeder kennt die Züge, die auf diesem Schienennetz fahren. Doch es kann sein, dass es eines Nachts, wenn man spät unterwegs ist, wo kein anderes Fahrzeug auf den Straßen fährt, dass man dort einen ganz anderen Zug finden kann. Und zwar ist es Thomas, die verfluchte Lokomotive. Diese Art von Geisterzug scheint sich angeblich dort aufzuhalten. Doch ob diese Gerüchte wahr sind, probieren Sie es gerne aus. Wir bleiben dran bei Mythenjäger. Jo Leute, was geht? Freunde, heute versuchen wir wieder einen weiteren Mythos in GTA 5 zu jagen. Und zwar, Freunde, kennt ihr ja vielleicht die Züge in GTA 5. Ihr wisst allerdings, Leute, dass es auch einen Zug gibt, der weltweit bekannt ist, Freunde, und eigentlich für eine Kinderserie war. Aber heutzutage jeder dabei zurückdenkt, dass das Ganze eigentlich ziemlich gruselig war, Leute. Und zwar geht es, Leute, um Thomas die Lokomotive. Ich bin ehrlich, Freunde, wer hat vor euch die Serie Thomas die Lokomotive gesehen? Das war, Freunde, zwar eine Kinderserie, aber ich bin ehrlich, Leute, ich fand die Animation übelst gruselig. Und auch wie diese Züge solche Gesichter hatten. Am Ende, wie die einfach so rumfahren. Ich weiß nicht, wie es geht, Leute, aber ich fand diese Sachen ziemlich gruselig. Und jetzt gibt es Gerüchte, Leute, dass es Thomas die Lokomotive in GTA 5 irgendwo geben soll. Man soll ihn, Leute, bei Nacht so gegen 3 Uhr morgens ungefähr irgendwo in Sandy Shores finden können. Und der soll, Leute, auch einige spezielle Fähigkeiten haben, die normale Züge in GTA 5 nicht haben. Ich weiß zwar nicht genau, was damit gemeint ist, aber es soll tatsächlich, Leute, eine Höllenfahrt werden. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, machen wir uns mit Franklin Clinton auf dem Weg und werden Thomas die Lokomotive, die verfluchte Lokomotive, suchen, Freunde. An der Stelle, Freunde, baue ich euren Support. Wenn ihr mehr von diesen mysteriösen Videos sehen wollt, dann lasst jetzt gerne einfach mal ein Like da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Leute. Uns fehlen nicht mehr als 40.000, so knapp 40.000 Abos, Leute, damit wir die 1 Million Abos auf diesem Kanal erreichen. Also lasst uns mal zusammen, Leute, dieses Ziel erreichen. So, ich markiere mir jetzt erstmal, Leute, einen Ort, wo ich das Gefühl habe, wo man Thomas die Lokomotive sehen könnte. Ich glaube, natürlich, Leute, wahrscheinlich irgendwo auf einem Park Platz in Sandy Shores oder so. Nein, es wird irgendwo, Leute, auf den Zuggleisen sein. Die verlaufen ja quasi hier entlang. Okay, Freunde. Bin ehrlich, das wird jetzt langsam so ein bisschen gruseliger hier, die Atmosphäre. Also noch... Was war das denn gerade? Ach so, ich wollte gerade sagen, was war das für ein Schatten? Ihr habt den Schatten auch gesehen, das war ein Flugzeug. Ich dachte mir gerade, Leute, da vorne ist irgend so ein Schatten, das ist Thomas die Lokomotive, die uns jagen wird. Naja, mal schauen, Freunde. Hier ist erstmal eine Polizeistreife. Ist das eine Polizeikontrolle? Lol, so etwas habe ich in GTA 5 echt noch nie gesehen. Vielleicht suchen die ja Thomas die Lokomotive. Wer weiß es, Leute. Aber ja, vielleicht ist dieses Gerücht ja auch fake. Vielleicht gibt es hier gar keine Thomas die Lokomotive. Vielleicht gibt es hier keine Züge oder irgendwas. Wir schauen einfach mal nach, Leute. Und machen uns jetzt mal auf den Weg auf die Gleise. Okay, Leute. Wir fahren jetzt einfach die ganze Zeit an den Gleisen entlang und suchen Thomas die Lokomotive. Mal schauen, ob wir sie finden werden. Thomas! Thomas, bist du hier irgendwo? Thomas! Ich will dir gar nichts tun. Ich will dich nur einmal kurz sehen. So, ob die Gerüchte stimmen und was du so für Skills drauf hast. Okay, normalerweise müsste man ja eigentlich jetzt einem Zug entgegenfahren. Oder vielleicht muss ich da runter. Ich gehe mal da runter, Freunde. Okay, bis jetzt habe ich nicht einen einzigen Zug gesehen, Leute. Weder Thomas... Was war das für ein Schrei? Ich glaube, das war ein Affe. Weder Thomas noch irgendeine andere Kreatur. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ich bin mir zu 100% sicher, Leute, dass hier normalerweise irgendwo auch nur ein normaler Zug sein muss, an dem ich vorbeikomme. Aber ich sehe gar nichts. Nicht ein einziger Zug. Boah. Okay, ich mache jetzt... Vielleicht, Leute, vielleicht muss ich ja meine Lichter ausmachen. So, okay. Jetzt sind die Lichter aus. Ich bleib mal stehen. Ist hier ein Zug? Ey, hier ist kein Zug, Freunde. Ich sehe hier nichts. Hier ist auch gar kein Auto unterwegs. Alle sind am Pennen, Freunde. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 20.47 Uhr. 2.47 Uhr. Oh mein Gott, Leute. Er ist unterwegs. Oh mein Gott, Leute. No way. No way, no way, no way, no way. Okay, steig aus, Franklin. Steig aus. Wir haben ihn gefunden. Thomas. Oh mein Gott, das ist real. Okay. Oh mein Gott. Alter. Hey, stopp, 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 anhalten! Anhalten, haltet den Zug an! Haltet den Zug an! Ich muss hier rauf. Ich muss diesen Zug irgendwie aufhalten, Leute. Thomas, bleib kurz stehen! Thomas, ey! Leute, ich darf den Zug nicht erwischen! Der darf nicht abhauen! Warte kurz. Er hält an. Hä? Was passiert jetzt? Warum fährt er denn jetzt zurück? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist anders gruselig. Ist der gerade für mich angehalten? Der ist tatsächlich, Leute, für mich angehalten. Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, will er, dass ich einsteige? Ich steige da jetzt nicht ein, oder? Okay, wir schauen uns diesen Zug mal genauer an. Er ist, Leute, tatsächlich stehen geblieben. Alter. Ey, no way. No joke, Leute. Bitte sagt mir nicht. Sagt mir nicht, dass ihr das irgendwie süß findet oder so. Sagt mir nicht, dass ihr dieses Gesicht, das so blass ist und so, dass ihr das süß findet. Sagt mir das bitte nicht. Der guckt einfach geradeaus. Hallo, guck mich an. Ey, wenn der jetzt seine Augen bewegen würde. Wenn der die jetzt bewegen würde. Okay. Ich glaube, der will, dass ich einsteige, ne? Der will... Wow!
Wow, ist das ein Geisterzug? Ich glaube, das ist ein Geisterzug. Oh. Mein Gott, was ist denn das, Leute? Was ist das? Okay, Franklin. Wir sind drin. Ich gehe in den First-Person-Modus. What? Entschuldigen Sie mal. Was machen Sie in dem Zug? Der chillt hier einfach. Der chillt. Okay. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Leute. Ich weiß. Oh mein. Oh nein, 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 nein. Alter, was ist das? Je, ich erinnere mich, Leute, die Waggons. Diese ganzen Waggons, die hatten immer diese Gesichter. Was ist das? Was ist das einfach? Okay, ich glaube, Leute, ich steige mal in den Zug ein, oder? Passiert da was? Ich weiß nicht. Ich steige mal in den Zug ein. So, ich steige ein. Okay. Leute, ich glaube, wir fahren in den Zug. Okay. Dann drücken wir auf Gas. 25 km/h. Okay. Okay, normalerweise sollte der jetzt eigentlich beschleunigen. Der bewegt sich nicht. Er bewegt sich nicht, Leute. Okay, er hört nicht auf meinen Befehl. Er hört einfach nicht auf mich. Okay. Alles klar. Dann mache ich wieder auf 0 km/h. Okay, Thomas. Ja, dann, wenn du mich nicht verfolgst, dann ist alles egal, ja. Na gut, okay. Dann, weiß ich nicht. Wenn du dich nicht bewegen willst, was soll ich dann machen? Mal im Ernst, Thomas. Du bist für mich hier keine Lokomotive, die sich irgendwie so schnell bewegt, aber gut. So. Wow. Oh. Oh. Oh mein Gott, Alter, der will mich gleich umfahren. Was war das gerade? Der wollte mich gerade... Habt ihr das gesehen? Der will mich einfach umfahren. Nein, nein, nein. Okay, okay. Ich gehe jetzt weg. Ich sehe, du bewegst dich nicht. Du guckst mich an und du bewegst dich nicht. Wenn ich mich umdrehe... Ich wette, Leute, wenn ich mich umdrehe, dann wird er sich bewegen. Wetten? So. Ich habe mich jetzt umgedreht. No way. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Franklin! Lauf! Thomas! Thomas verfolgt mich. Okay, 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 Thomas. Nein, Franklin. Hilfe, Leute. Wir laufen von Thomas der Lokomotive weg. Die wird immer schneller. Franklin, lauf. Lauf den Marathon. Lauf durch die ganzen Schienen. Okay, weißt du was? Ich kann aber auch Folgendes machen. Oh, so. Mein Gott, Leute. Ich glaube, der will mich hier fertig machen. Was ist das für ein Zug, Alter? Warum verfolgt er mich so? Was ist denn mit dem los? Okay, ich verstehe das nicht, Leute. Ich gebe die ganze Zeit Gas. Ich gebe Gas, nichts passiert. Ich gebe Gas. Okay, dann steige ich jetzt aus. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. No. Warum ist der jetzt plötzlich von 0 auf 90, 100 km/h in einfach ganz kurzer Zeit geschossen? Okay. Ich glaube, wir fahren jetzt auf dem Zug. Okay. Wir fahren jetzt auf dem Zug. Alles okay. Wir fahren den Zug. Wir sitzen als Passagier und fahren jetzt mit Thomas der Lokomotive mit. Alles klar. Okay, jetzt habe ich mich reingesetzt, Leute. Es sieht so aus, als würden wir jetzt tatsächlich Passagier in dem Zug drin sein. Und er verhält sich sehr, sehr merkwürdig. Ich habe gehört, das soll aber nicht das Einzige sein, was er machen kann. Er, Leute, sein kleines Hobby ist, Freunde, dass er auch mal abseits von Schienen unterwegs ist. Und ob das wirklich stimmt, ich bin mir da nicht so sicher, Leute. Oha, was ist da passiert? Hallo? No. Wow. Nein. Nein, Franklin. Nein. Was war das? Hat er den gerade den... Hat er den Schaffner gerade rausgeworfen? Thomas, nein. Er fährt weg. Er fährt weg. Nein. Wir haben ihn verloren, Leute. Was ist da gerade passiert? Hallo? Der hat gerade einfach jemanden rausgeschossen aus dem Zug. Das ist er doch, oder? War das die Person? Sind Sie den Zug gefahren? Leute, spult mal kurz ins Video zurück. War das der Typ, der den Zug geführt hat? Es gehen ganz komische Dinge ab hier, Leute. Ganz komische Dinge. Okay, Leute, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf ein anderes Schienennetz. Vielleicht kommt Thomas noch mal an uns vorbei. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt noch mal nach Los Santos. Okay, Leute, ich habe mich jetzt hierhin begeben, um auf den Zuggleisen auf Thomas die Lokomotive zu warten. Und ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin, Leute. Übrigens macht sowas natürlich nicht in Real Life. Das ist ganz gefährlich, Leute. Ihr wisst, Leute, wenn Thomas kommt, das ist ganz, ganz gefährlich. So, wir warten mal. Was ist da hinten übrigens für ein Laden? Bis Hobbs Chicken. Leute, auf Chicken hätte ich jetzt richtig Hunger, muss ich sagen. Okay, dann warten wir jetzt, Leute. Vielleicht kommt er wieder, vielleicht kommt er nicht wieder. Aber gerade ist es Totenstille. Nichts. Gar nichts. Thomas, hallo, komm auch mal hier. Thomas. Wartet mal kurz, Leute. Ich habe eine Idee. Wisst ihr noch letztens, als er auf uns zugefahren ist? Der ist ja völlig in Schockstarre gewesen, als wir ihn nicht angeguckt haben. Wenn ich mich jetzt umdrehe und von den Zuggleisen weggehe, aber nur ein paar Meter. Vielleicht ist es wie eine SpongeBob. Ich höre was. Kommt der? Ich habe was gehört. Oh mein Gott. Da ist er, Leute. Oh, wow, ist der schnell, Alter. Komm rauf, komm rauf. Nein. Oh, nein. Aua, das hat voll wehgetan. Warum musstest du so nachtreten? Au. Och, nee. Okay, den haben wir jetzt verpasst. Aber wir haben gesehen, der ist schneller. Der ist ziemlich schnell. Hey, Leute, das gibt's doch nicht. Er ist uns einmal jetzt wieder entwischt. Also insgesamt zweimal schon entwischt. Und es war genauso, wie ich dachte, Leute. Wenn ich mich umdrehe, dann kommt er. Wir warten mal auf ihn, Leute. Okay, ich drehe mich um. Und jetzt gucke ich wieder hin. Drehe ich mich nochmal um. Dann gucke ich nochmal hin. Okay, aber der kommt jetzt nicht, Leute. Thomas, wo bist du? Komm hier raus. Er ist richtig schüchtern gerade. Oder er braucht so lange, bis er durch ganz Los Santos einmal fährt. Er kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist er schnell. Schnell, Franklin, steig ein. Oh mein Gott. Wir sind drauf. Yes. Yes, Leute.
Okay, jetzt sind wir auf ihn drauf, Freunde. So, und jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Also, ich habe hier ein paar Knöpfe. Ich drück mal... Nein! Wow! Wow, mein Gott! Was ist jetzt passiert? Er fährt auf dem Highway. Achtung! Oh mein Gott! Achtung, Achtung, hier ist ein Wind, weil wahnsinniger... Nein, ich war es nicht. Warum kriege ich jetzt 2 Sterne? Hier ist so ein wahnsinniger Zug unterwegs. Oh mein Gott. Leute. Oh, Brett, was für 100 km/h? 200 km/h? Nein. Ich will nicht, dass er noch schneller fährt. Ich will auf gar keinen Fall, dass er noch schneller fährt. Nein. Bleibt stehen. Oh mein Gott, Alter. Der Zug ist völlig ausgerastet. Völlig außer sich. Währenddessen, Franklin, du übernimmst die Kontrolle. Okay. Leute, 350. Das Ding wird gleich 350 fahren. Nein, der kommt doch nie über die Brücke. Oh, ganz knappes Ding. Okay, wir sind auf dem Highway. Wir sind jetzt auf dem... Oh nein, jetzt wechselt er die Spur. Oh nein, warum wechselst du denn die Spur? Jetzt geht doch nicht... Achtung, die ganzen Autos. Nein. Oh nein. Oh Mann, Alter, zur Abendstunde. Was passiert jetzt, Leute? Wir heben ab. Wir heben einfach ab. Was ist mit dem Zug los? Er hebt einfach ab. Leute. Oh nein, das ist ein LKW. Gut, dass er ausgewichen ist. Freunde, dieser Zug ist völlig verrückt geworden. Der fährt hier einfach quer über die ganze Stadt. Währenddessen werde ich mit 2 Sternen verfolgt. Ja, wahrscheinlich denken die, ich bin der Mann, Junge. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Bitte mach nicht die ganze Stadt kaputt. Thomas, mach nicht die ganze Stadt kaputt, bitte. Bitte. Junge, ich will nicht aussteigen. Wenn ich aussteige, werde ich gejagt. Das Ding könnte theoretisch vor meiner Haustür fahren jetzt. Der könnte theoretisch vor meiner Haustür parken. So wie der gerade um die City fährt. Oh boy. Oh mein Gott. Leute, wir heben ab. Wir heben gerade ab. Was geht? Wir heben einfach ab. Der Zug, er fliegt einfach. Er fliegt einfach, Leute. Nimm mich mit. Nimm mich mit ins Polarexpress. Bring mich einfach zu Hogwarts. Bring mich einfach zu Hogwarts. Alter, der Zug macht hier überall Explosionen. Alles zerstört hier, Freunde. Was passiert denn noch, Leute? Was soll denn jetzt noch passieren? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Meteoritenschauer. Okay. Okay, Leute. Okay. Der Zug. Ey, wenn ich jetzt aussteige, ich habe keinen Fallschirm dabei, Leute. Ich kann jetzt nicht einfach... Leute, ey, mein Spiel ist einfach gecrashed. Das war kein normaler Crash. Leute, ich glaube, das war ein bisschen zu viel für mich. An der Stelle würde ich sagen, Leute, wenn ihr irgendwann noch ein Video mit Thomas die Lokomotive sehen wollt, aber nur wenn ihr wirklich wollt, wenn wir 10.000 Likes auf diesem Video schaffen, bringe ich die nächste Episode mit Thomas die Lokomotive. Dann sage ich euch, Leute, ja, vielleicht kommt er auch so wieder. Auf jeden Fall würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. ID Zock ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.